Würzburg Radio, ganz nah an euch dran. Pressekonferenz des Bayerischen Rundfunks zur Sendung Fastnacht in Franken. Am Freitag, den 17.02.2017, gibt es wieder 3,5 Stunden Fastnacht live aus Veitshöchheim. Bernhard Schlerret ist seit 30 Jahren dabei und natürlich auch beim Jubiläum. Zweifelsohne, ich war von Anfang an dabei, eigentlich die 30 Jahre in Veitshöchheim. Und ein Jubiläum ist immer eine Besonderheit, weil es natürlich auch die Gelegenheit gibt, zurückzudenken an viele Erinnerungen, an Erlebnisse, die man halt so in diesen 30 Jahren hatte. Ja, gestern gab es nochmal einen Staatsempfang für diese Sendung. Für Sie eine besondere Auszeichnung, das macht einen auch alles in allem. Selbst und auch das gesamte Team von Fastnacht in Franken ein Stück weit stolz. Ja, das ist richtig. Wenn man überlegt, dass es in der 70-jährigen Geschichte des Bayerischen Rundfunks noch nie die Situation gab, dass es einen Staatsempfang für eine Sendung gibt. Und hier hatten wir gestern zu Ehren von 30 Jahren Fastnacht in Franken den Ministerpräsidenten, der uns einen Staatsempfang zelebrierte. Da waren wir und sind wir allen stolz, fühlen uns sehr geehrt. Das ist schon was Einmaliges. Und für Sie persönlich gab es das Bundesverdienstkreuz, sicherlich auch eine Auszeichnung, die fantastisch ist für einen Menschen. Ja, es freut einen zweifelsohne und ich kann mit meinen 65 Jahren eigentlich auf 55 Jahre ehrenamtliche Arbeit, wenn ich meinen Dienst als Ministrant dazu rechne, dann stimmen die Jahre, zurückblicken in verschiedensten Bereichen, im Sport, im sozialen Bereich, in der Politik, in der Kommunalpolitik und natürlich hauptsächlich über Jahrzehnte in der Fastnacht. Und wenn dies dann gewürdigt wird und auch die Ergebnisse, die vorzuweisen sind, dann ist das auch eine Anerkennung der Arbeit, die man für die Allgemeinheit geleistet hat. Jetzt gibt es die Generalprobe, dann am Freitag ist es soweit. Man ist natürlich das ganze Team immer ein bisschen angespannt, das gehört einfach dazu. Was erwartet Veitshöchheim, was erwartet Deutschland? Also ich gehe mal davon aus, die Anspannung gehört dazu bei einer Live-Sendung in dieser Größenordnung, die es fast nicht mehr gibt. Da sind wir noch eine der ganz wenigen Ausnahmen. Aber was erwartet Deutschland, was erwartet der Zuschauer? Ich bin davon überzeugt, beste Unterhaltung, viel Spaß, Freude. Ministerpräsident sagte gestern, wir schaffen es, die Menschen glücklich zu machen, auch in schwierigen Zeiten. Und das wollen wir wieder auf knapp 4 Stunden gewährleisten. Wir sind alle gespannt. Dankeschön, Bernhard Schlerret. Bitteschön. Würzburg Radio. Ganz nah an euch dran.